Wir leben auf diesem Planeten und wir bestimmen, wie es diesem Planeten auch in Zukunft gehen wird. Die Herausforderungen sind global. Doch Veränderungen können wir am meisten auf lokaler Ebene herbeiführen. Es ist wichtig, dass wir uns alle zusammenraffen und gemeinsam gegen die Klimakrise agieren. Denn nur gemeinsam können wir das auch schaffen. Hör auf dein Inneres, weil die Fähigkeit zum Miteinander, die steckt in uns allen. Klimaaktivismus fordert viel Energie, aber es gibt auch unglaublich viel zurück. Kommt und helft beim Umdenken, bei der Umgestaltung mit. Ich bin Anne und ich engagiere mich für nachhaltige Lebensmittelproduktion. Das war mir eigentlich immer schon wichtig und deshalb habe ich nach der Schule ökologische Landwirtschaft studiert. Und während dem Studium habe ich aber gesehen, wie schädlich eigentlich unsere industrialisierte Landwirtschaft ist und wie viele Ressourcen dabei ausgebeutet werden. Also ich wusste dann, wie man es eigentlich machen sollte, damit die Umwelt nicht geschädigt wird, aber ich habe eigentlich keinen Weg gesehen, das in unserem bestehenden Marktsystem umzusetzen. Und das hat mich ganz schön frustriert und ich habe mich demgegenüber auch irgendwie ohnmächtig gefühlt und wusste nicht, wie ich das ändern soll. Mein Name ist Clara, ich bin 25 Jahre alt und Teil einer Gruppe, die sich Klimadelegation nennt. Wir fahren auf die UN-Klimakonferenzen und bringen dort die Stimme der Jugend in die Verhandlungsräume. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo Klima- und Umweltthemen schon immer Thema waren. Als ich 4 war, habe ich beschlossen, dass ich gar kein Fleisch mehr essen möchte und habe das meinen Eltern auch sehr schlüssig begründet, wie sie mir gesagt haben. Und habe dann in der Schulzeit gemerkt, dass ich nicht nur durch meine persönliche Lebensweise irgendwie etwas ändern möchte, sondern mich auch politisch engagieren möchte und habe mich dann der Grünen Jugend in meinem Heimatort angeschlossen. Ja, und dann bin ich nach der Schule nach Indien gefahren und habe dort einen Freiwilligendienst geleistet mit einer Organisation, einer indischen Organisation, die sich mit ökologischem Landbau beschäftigt. Und da ist mir dann klar geworden, dass alles, was wir tun, hier bei uns, unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsweise, unsere Politik, auch Auswirkungen auf andere Menschen in anderen Teilen der Welt hat. Hey, ich bin Alex vom Kanal Gutmensch. So starte ich mal meine YouTube-Videos. Ich bin nämlich Blogger im Bereich Nachhaltigkeit und Soziales. Angefangen hat das bei mir eigentlich schon in der Schulzeit, als wir im Englischunterricht den Film An Inconvenient Truth bei Al Gore gesehen haben. Da geht es ja wirklich darum, wie viel aktuell in der Welt schief geht und wie krass eigentlich die Klimakrise ist. Ich fand das super beeindruckend und beängstigend, aber anscheinend niemand um mich herum, denn was mich total erstaunt hat, war, dass niemand was dagegen gemacht hat. Und dadurch hatte ich aber dann selber im Kopf drin, okay, dann scheint es ja gar nicht so ernst zu sein, dann übertreibt der Film vielleicht nur. Erst im Nachhinein habe ich dann gemerkt, als ich mich mehr und mehr damit informiert habe, dass es doch tatsächlich so ernst ist, sodass wir was machen müssen auf jeden Fall. YouTube-Videos oder generell mit der Kamera hantieren habe ich im Grunde schon immer gemacht. Also seit es YouTube gibt, hatte ich verschiedene YouTube-Kanäle, irgendwie so 8, 9 Stück an der Zahl. Dann hatte ich mir aber irgendwann die Zeit genommen und gesagt, okay, was willst du denn eigentlich mehr sehen? Und dann kam eben wieder das in den Kopf, dass es eigentlich gerade eine ziemlich schlimme Situation ist und dass wir dagegen was machen sollten. Also habe ich mir gedacht, warum nicht genau darüber einen Kanal machen? Hi, erstmal, ich bin Leonie, ich bin 21 Jahre alt. Und zum Thema Umweltschutz bin ich, glaube ich, zwangsläufig einfach zugekommen. Meine Eltern waren schon richtige Öko-Eltern. Ja, also mein Vater war Biobauer, meine Mutter ist so eine kleine Kräuterhexe. Und so haben sie mir dieses Thema wirklich einfach in die Wiege gelegt. Im Endeffekt war das so, dass ich schon ziemlich früh ziemlich viel hinterfragt war. Also ich war so ein richtig neugieriges Kind, glaube ich. Sie konnten mir zum Glück fast alle Fragen auch beantworten. Und so habe ich auch ziemlich schnell irgendwie gelernt, okay, das ist gut, das ist schlecht, das ist gerecht und das sollte so nicht sein. Und so ist man halt auch schon ja, als ganz, ganz kleines Mädchen aktiv gewesen, indem man halt einfach Müll aus dem Wald geholt hat, weil man sich dachte, aber das gehört da doch gar nicht hin. Mama, wieso ist denn ein Joghurtbecher im Wald? Nach dem Motto. So richtig aktiv wurde ich tatsächlich erst nach meinem Abitur, da ich auch da ist, so richtig die Zeit dafür hatte. Und so habe ich mich dann nach dem Abitur auf die Suche gemacht und habe eine Fundraising-Agentur in Deutschland gefunden, die sozusagen Hilfsorganisationen vertritt und für die Förderer sucht. Und dann dachte ich, geil, das ist eine Herausforderung, will ich machen. Und dann bin ich angereist und es wurde ziemlich schnell klar, dass der Pool an Menschen dort echt unglaublich ist. Also es war ein Pool von der Idealisten. Glücklicherweise habe ich nach 2, 3 Jahren tatsächlich 3 Jungs kennengelernt, die allesamt
mega einzigartig sind. Der eine ist mal Bodybuilder gewesen, der andere ist BWLer, der andere ist Kinderpfleger und ein richtiger Idealist, wie man sich so vorstellt, wirklich. Und mit denen haben wir dann uns zusammengesetzt und uns halt überlegt, okay, wie können wir denn der Welt unseren eigenen grünen Stempel aufdrücken. Hallo, ich bin Benedikt, 16 Jahre, Schüler und aktiv bei Fridays for Future. Das erste Mal bin ich mit dem Thema Umwelt über die Pfadfinder in Kontakt gekommen. Und in der Schule ist das Thema gar nicht so präsent, wie man vielleicht erst denken möchte. Deswegen habe ich mich im Internet und über die sozialen Medien relativ viel informiert. Und dann hat mich eine Freundin zum ersten Mal mit auf eine Demo genommen. Und da war ich auf der Stimmung so mitgenommen, dass ich auf jeden Fall noch mal dabei sein wollte. Hallo, ich bin Rebecca, die deutsche UN-Jugenddelegierte für nachhaltige Entwicklung. Ich gehe für das Klima auf die Straße und ich fahre begeistert Fahrrad. Ich bin vor circa 7 Jahren das erste Mal auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen. Ich habe mich damals für einen interkulturellen Austausch mit der Bundjugend beworben. Das ging nach Ägypten. Ich bin damals gerne gereist und mochte gerne diesen interkulturellen Austausch. Das Thema war eben Nachhaltigkeit. Und bei diesem Austausch habe ich erst gemerkt, wie wichtig dieses Thema für die Zukunft wird und dass wir das Ausmaß und die Dringlichkeit dieses Themas noch gar nicht auf dem Schirm haben, dass die Umweltprobleme eigentlich schon viel fortgeschrittener sind. Und je mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, desto größer wurde der Drang, etwas zu tun und etwas anzupacken und das zu verändern. Also habe ich mich hier in meinem Alltag in Berlin umgeguckt, was mich daran hindert, möglichst nachhaltig zu sein. Und das war dann tatsächlich das Fahrradfahren. In unseren Beeten achten wir darauf, dass wir alles in Mischkultur anpflanzen. Das bedeutet verschiedene Gemüsearten nebeneinander. Da haben wir Zucchini, Kichererbse, die bringt Stickstoff in den Boden rein. Sellerie, rote Beete und hier zum Beispiel eine Tagetespflanze, die die Schädlinge abwehrt. Erst stellte sich die Frage, wie wollen wir sie gestalten? Nach welcher Art wollen wir gärtnern? An für sich hat er sich selbst aufgezeigt. Das meiste, was wir hier anbauen, versuchen wir auch haltbar zu machen, einzulegen, damit wir uns fast durchs ganze Jahr davon ernähren können. Und diesen Part übernimmt meine Mutter. Schmeckt so lecker. Und das zeigt wiederum auf, ihr müsst nicht alles von Anfang an selbst machen und selbst können. Und das Teilen macht halt unheimlich viel Spaß. Der Garten dient viel mehr als nur zur Selbstversorgung. Der Wunsch wäre, dass man wieder diesen Bezug bekommt. Wo kommen die Produkte, die ich jeden Tag brauche, um zu leben, wo kommen sie eigentlich her? Wie groß ist der Aufwand? Und gleichzeitig aufzuzeigen, dass der leichte Griff ins Regal, dafür zahlt immer jemand einen Preis. Klimadelegation ist eine politisch unabhängige Gruppe junger Menschen im Alter zwischen 16 und 30 Jahren. Wir nehmen seit 2012 als BeobachterInnen und junge ExpertInnen an den UN-Klimakonferenzen teil. Natürlich bin ich nicht alleine im Vorstand, sondern Pia ist mit dabei. Hi, ich bin Pia. Wie Clara gerade schon gesagt hat, engagieren wir uns bei Klimadelegation vor allem in politischen und gesellschaftlichen Prozessen. Hier sind uns vor allem 4 Aspekte wichtig. Zum ersten Klimagerechtigkeit. Das verstehen wir im globalen Sinne, aber auch im Sinne der Rechte zukünftiger Generationen. Zweitens liegt unser Fokus auf der Jugend. Wir sind junge Menschen und wir machen 50% der Weltbevölkerung aus, aber in politischen Prozessen ist nur ein Bruchteil von uns vertreten. Drittens fügen wir dem Dialog um das Klimathema eine globale Perspektive hinzu. Wir begreifen das Klimathema als sehr komplex und vielfältig und das wollen wir auch repräsentieren. Viertens handeln wir nach der Wissenschaft. Alles andere ist für uns inakzeptabel und das mahnen wir auch an.
Vor allem seit der Vereinsgründung haben wir unser Aktivitätenfeld stark erweitert. Wir machen viel Projektarbeit, noch stärker Öffentlichkeitskampagnenarbeit, geben aber auch Workshops und machen Bildungsarbeit. Außerdem bemühen wir uns, die Klimaverhandlungen auch nach Deutschland, Europa zu bringen und hier eine Plattform zu schaffen, damit sich noch mehr Leute in diesen klimapolitischen Prozessen engagieren können. Fahrradfahren in Berlin ist echt scheiße. Es gibt immer noch Fahrradtote und es werden immer mehr Autos in der Stadt, die einen dann viel zu schnell und auch viel zu eng überholen und hupen und Falschparker auf den Fahrradspuren. Dabei ist das Fahrradfahren eigentlich das nachhaltigste Fortbewegungsmittel, was man sich für die Stadt vorstellen kann, weil es leise ist, weil es wenig Platz einnimmt, weil es klimaschonend ist, vor allem aber auch, weil es erschwinglich ist und vor allem keine Menschen töten kann. Und aus diesen Gründen habe ich dann zusammen mit anderen Mitstreitern und Mitstreiterinnen bei der Bundjugend den Arbeitskreis Fahrradbande gegründet. Wir haben zusammen uns dann kreative Aktionen und Ideen ausgedacht, wie wir mehr Aufmerksamkeit auf diese Probleme lenken können. Und hatten dann zum Beispiel die Idee, mit Sahne den Fahrradstreifen nachzuziehen auf den Autos, die fälschlicherweise auf den Fahrradspuren stehen. Oder wir haben uns im Winter als Weihnachtsmänner verkleidet und haben dann die Autos verpackt und weggetragen. Und mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen aus Berlin haben wir dann zusammen den Volksentscheid Fahrrad letztendlich gestartet und erfolgreich zu Ende gebracht. Wir haben uns 10 Punkte überlegt, wie wir Berlin 2030 sehen wollen. Und haben dann in Rekordzeit richtig schnell richtig viele Unterschriften gesammelt. Ja, dann viel Kampagnen- und Lobbyarbeit gemacht. Und am Ende wurden unsere 10 Punkte letztendlich in dem Mobilitätsgesetz vom Berliner Senat verabschiedet. Weil mir die Demo und die Stimmung da so gut gefallen hat, bin ich dann auch ein zweites Mal noch hingegangen und hatte dann da auch Lust darauf, meine Meinung in Form einer Rede den ganzen Menschen mitzuteilen. Das habe ich dann auch gemacht und bin dadurch mit dem Orga-Team in Kontakt getreten, was die ganzen Demos organisiert. Dieses Orga-Team trifft sich einmal wöchentlich und klärt ja aktuelle Sachen. Wie beispielsweise organisiert es die nächste Demo oder bespricht die letzte nach oder klärt auch aktuelle Sachen, die halt gerade so anfallen. Und wer in einem Plenum ist, jeder willkommen. Wer gerne dabei sein möchte, spricht am besten einfach die Ordnerinnen oder Orga-Menschen auf einer der Demos an. Auf der Suche nach nachhaltigen Themen, die ich dann auf meinem YouTube-Kanal oder auf Instagram porträtieren kann und die ich vor allem auch selber durchleben kann, habe ich erstmal angefangen mit Veganismus, das heißt meine Ernährung umgestellt. Es gab da so eine Challenge, den veganen Januar, wie January, wo im Grunde genau das die Aufgabe war, den Januar über halt komplett vegan zu leben. Von heute auf morgen für mich war das so. Und das war so simpel im Nachhinein, dass ich mich echt gefragt habe, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Und seitdem bin ich eben in diesem Januar gefangen. Also ich bin tatsächlich seitdem auch vegan geblieben. Der nächste Punkt, der eigentlich mehr so zufällig kam, war, ich habe gesehen, dass es eine Müllsammelaktion gab, wo Leute gejoggt sind und dabei Müll gesammelt haben. Es nannte sich Plogging. Und ich habe mir gedacht, das klingt eigentlich ganz lustig, ich mache mal mit. Und was da an Müll zusammenkam in kurzer Zeit, ist echt krass. Und tatsächlich hat das auch viele Leute bewegt, eben sowohl auf YouTube, auf Social Media, aber auch Leute, die man so vor Ort getroffen hat, die dann einfach gefragt haben, hey, was macht ihr da und kann man da mitmachen? Sogar das Morgenmagazin ist auf uns zugekommen, was eine echt coole Erfahrung war. Dann war natürlich erstmal das Ding, wir wussten, wir wollten was tun, ja, gegen die drei größten Probleme. Artensterben, Waldzerstörung und Verschmutzung. Dafür mussten wir uns ein Land aussuchen und haben Sumatra in Indonesien gewählt. A, hat es die zweithöchste Artenvielfalt, B, ein unglaubliches Plastikproblem. Er fliegt dort wirklich überall rum, weil es kein funktionierendes Recycling-System gibt. Also haben wir den Menschen gesagt, hey Leute, schnappt euch diesen Plastikmüll, sammelt den auf, stopft den mit einem Stock in eine Flasche, bis es wirklich solide und hart ist und er komplett vollgestopft ist. Und gebt diese Flaschen, die nennen wir Eco-Bricks, bei uns ab. Für jeden Eco-Brick erhalten die Leute von uns 29 Cent. Damit können die sich dort vor Ort eine warme Mahlzeit gönnen. Für uns ist es halt kaum ein Wert. Und das Besondere daran ist, diese Eco-Bricks werden gesammelt, bis wir knapp 500.000 haben.
und werden dann anschließend eingemörtelt bzw. einzementiert und wie ein Backstein quasi benutzt. Das Coole ist, dieser Plastikmüll ist dadurch isoliert, bekommt aber irgendwie einen Sinn und einen Zweck und die Leute, die ihn einsammeln, können davon ihren Lebensunterhalt bezahlen. Und so hatten wir die Idee, die Vision, daraus nicht nur ein Haus oder zwei Häuser zu bauen, sondern wirklich das größte Recyclingdorf der Welt mit 10.000 bis 15.000 von solchen Eco-Bricks pro Haus. Ein ganz wunderschönes Gemeinschaftsprojekt, wo ich auch richtig viel über das Miteinander und über die Verbindung mit der Natur gelernt habe, ist der Wandelgarten in Heidelberg. Laura ist eine der Mitbegründerinnen dieses Projekts. Ja, im Moment bauen wir hier im Wandelgarten eine Jurte. Das liegt daran, dass wir in Heidelberg-Kirchheim hier einfach ein Zentrum schaffen möchten, wo sich Menschen vernetzen können. Und uns geht es darum, einerseits einen äußeren Wandel zu schaffen, also die Landwirtschaft zu verändern, Permakultur, eine permanente Kultur zu schaffen. Und andererseits einen inneren Wandel, also zu einer permanenten Kultur gehört dazu, dass wir lernen, wie funktioniert Gemeinschaft eigentlich, wie funktioniert Kommunikation, damit wir zusammenkommen können und gemeinschaftliche Orte wieder schaffen können und Vernetzung. Und wir glauben, dass Wandel eben nur möglich ist, also der äußere Wandel nur mit dem inneren Wandel möglich ist. Und gemeinsam sowas ganz Neues zu lernen, ist halt viel leichter und macht auch viel mehr Spaß. Was ich als UN-Jugenddelegierte gelernt habe, sind vor allem zwei Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Das erste ist, don't copy the old one. Wir brauchen neue, innovative Denkweisen, um die Probleme, vor denen wir heute stehen, zu lösen. Ich habe zum Beispiel in Nairobi bei der Umweltversammlung, als die Plastikresolution verhandelt wurde, ein Kleid getragen, was selber genäht wurde aus altem Plastikmüll. Und nur so konnte ich tatsächlich schaffen, dass Aufmerksamkeit auf dieses so dringende Problem, die Plastikübermüllung unseres Planeten, endlich erlangt habe. Das zweite ist die Dringlichkeit. Es gab noch nie eine Zeit, wo es so verdammt wichtig war, wo es auf jede einzelne Aktion ankam, um endlich umzulenken. Und deswegen, weil ich auch so ungeduldig war, habe ich für mich beschlossen, nicht nur mich innerhalb der formellen UN-Strukturen zu engagieren, sondern eben auch aktivistisch auf der Straße. Ich habe zum Beispiel in Nairobi eine Fridays for Future-Protest mitorganisiert und musste dabei lernen, dass Protestieren und Demonstrieren ein Privileg ist, welches wir in unserem Breitengraden noch gar nicht so wirklich schätzen. Als ich dann aber nach und nach immer mehr Müll gesammelt habe, ist mir aufgefallen, ja, es ist zwar cool, was ihr macht, es wäre blöd, wenn das ganze Zeug jetzt irgendwie draußen rumliegt, aber noch besser wäre es doch, wenn der Müll gar nicht erst auf die Straße gelangt, weil Müll ist eigentlich ein super dämliches Problem. Wir haben ja überall Mülleimer zum einen und zum anderen können wir auch, indem wir unser Konsumverhalten ändern, total beeinflussen, wie viel Müll wir produzieren. Und so kam ich dann immer mehr in diese Zero-Waste-Bewegung, in die Unverpackt-Bewegung rein. Und zusammen mit einer Unverpacktladenbesitzerin haben wir dann den Verein und noch mit vielen anderen Aktivisten zusammen den Verein Zero Waste Köln gegründet, wo wir uns dann gedacht haben, es ist cool, wenn wir jeder einzeln bei sich Müll sparen, aber noch cooler wäre es doch, wenn wir unsere ganze Stadt dazu bekommen, müllfrei zu leben. Und ja, seitdem versuchen wir eben daran zu arbeiten. Also man sieht, es ist von einem Punkt eigentlich ziemlich schnell zum nächsten gekommen und dann wieder zum nächsten und die bauen so aufeinander auf. Ich nenne das immer so, der Öko-Schneeball kam dann ins Rollen. Hallöchen, ja, ich bin der Marc Helving, bin so ein bisschen der Kopf und Denker von Project Wings. Zunächst einmal ist das Problem, dass in Deutschland immer weniger Menschen überhaupt an gemeinnützigen Organisationen spenden, was relativ schade ist. Gerade deswegen war es halt für uns wichtig, uns zunächst genaue Gedanken zu machen. Das heißt, wir haben einen Businessplan in Form einer Bachelorarbeit geschrieben und hat dort genau an 52 Seiten dargelegt, wie wollen wir das Ganze machen, wie kriegen wir die Menschen dazu, wieder Spaß am Helfen zu bekommen. Ja, das war uns halt eben ganz, ganz wichtig. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir dann eine gemeinnützige GmbH gegründet. Ja, das ist quasi ähnlich wie ein Verein. Ja, du kannst auch Spendenquittungen ausstellen, ist auch gemeinnützig. Nur ist es halt einfacher, ja, weniger Verwaltungsaufwand, du brauchst nicht so viele Leute und, und. Anschließend haben wir dann angefangen, als Fundraiser quasi neue Förderer für das Projekt zu gewinnen. Das haben wir damals schon für größere Organisationen gemacht und machen es halt eben jetzt für unsere eigene, auf Festivals, in Fußgängerzonen, Einkaufszentren und so weiter. Und haben es dann so geschafft, innerhalb von wenigen Wochen ja, halt eben Hunderte von neuen Unterstützern und Förderern zu gewinnen.
anschließen kann, das Thema Medien mit ins Spiel. Ja, das heißt, wir sind vier junge Menschen und bauen das größte Recyclingdorf der Welt aus Plastikmüll. Ja. Das heißt, klar, es war natürlich sehr, sehr medienwirksam und dementsprechend sind wir innerhalb von wenigen Monaten auch in etliche Fernsehsendungen, Zeitungen, Radioauftritte und gekommen. Und so haben wir es halt eben geschafft, ja, mit die schnellst wachsende Hilfsorganisation in Deutschland zu werden, ja, und halt eben genügend finanzielle Mittel zu generieren, um halt eben das größte Recyclingdorf der Welt zu bauen. Um so eine riesige Demo zu realisieren, muss man natürlich erstmal mit der Polizei sprechen. Es gibt bei der Polizei ein Formular, das muss man ausfüllen und zurückschicken. Und wenn es keine Sicherheitsbedenken gibt, dann fängt man an mit der Organisation für die Demo. Das heißt Mobilisierung, das heißt die ganzen Menschen irgendwie zu mobilisieren, auf diese Demo zu kommen. Wir aktivieren dabei die Social Media Kanäle, die wir haben, und fragen auch Freunde und sprechen mit denen, auf so eine Demo zu kommen. Natürlich braucht man dafür auch ein großes Orga-Team. Und da arbeitet man zusammen daran. Zum Beispiel zu Sachen Technik, die wir unbedingt auf so einer großen Demo brauchen. Dafür muss es dann ein Team geben, was sich dafür organisiert und das dann am Ende ja, auf die Demo mitbringt. Natürlich kann sich auch jeder andere mit auf die Demo einbringen, indem er als Ordnerin oder als Awareness-Team-Mensch oder als Helfer für Spenden sich anmeldet, bei dem Orga-Team meldet und dann kann er ohne Probleme mitmachen. Dafür gibt es keine Einschränkungen. Wir als Jugend haben ein Recht darauf, an den Entscheidungen zu Klimaschutzmaßnahmen beteiligt zu werden. Die Folgen der Klimakrise werden uns, unsere und zukünftige Generationen betreffen. Lasst euch dieses Recht mitzureden, euch zu erheben, auf die Straße zu gehen, nicht nehmen. Ich denke einfach, dass der Wert des Einzelnen extrem unterschätzt wird. Und ich glaube, wir alle müssten uns als wesentlichen Bestandteil dieser 8 Milliarden, die nun endlich halt einfach auf diesem Planeten leben, sehen und auch wirklich erkennen, dass wir selber die Macht und die Kraft besitzen, Impulse zu setzen, somit Wellen zu schlagen und zu organisieren, etwas gemeinsam zu schaffen. Wenn man sich engagieren möchte, würde ich empfehlen, sich erstmal mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich zu informieren und dann zu schauen, was macht mir am meisten Spaß? Du kannst dich engagieren bei der WWF-Jugend, bei der Greenpeace-Jugend, bei der Klimadelegation. Fridays for Future. Transition Town Movement. NABU. Food Sharing. Extension Rebellion. Bei der katholischen Landjugendbewegung. BUND Deutschland. Zero Waste Köln. Ganz viele andere Zero Waste-Vereine. Friends of the Earth. Ende Gelände. Sea Shepherd. Project Wings. Gibt's jetzt auch. Außerdem kannst du dich engagieren bei Netzwerk N. Bei lokalen Initiativen. Scientists and Parents for Future. Urban Gardening. Naturfreunde Jugend. Oder das UPAN. Sea-Watch. Oder man arrangiert sich bei politischen Parteien. Ich glaube, wenn man wirklich auf der Suche ist, findet jeder irgendwie so sein persönliches Herzensprojekt oder irgendeinen Anlaufpunkt, wo man denkt, okay, geil, die machen genau das, was mir wichtig ist. Vernetz dich und such dir liebe Leute, weil die Gemeinschaft gibt einfach voll viel Power. Wenn ihr Bedenken habt, zu einer Demo zu kommen, kommt einfach vorbei, schaut es euch an und lasst euch von der Stimmung einfach mitreißen, denn die ist so unglaublich, dass es euch auf jeden Fall gefallen. Wie ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Aktionsformen, sei es sich selber ökologischer, nachhaltiger zu verhalten oder auf die Straßen zu gehen. Es ist halt einfach nur wichtig, dass ihr was macht und dass wir es zusammen tun. Denn dann schaffen wir es doch, die Klimakrise abzuwenden.